Willkommen zurück zum Finale von Final Fantasy X. Yay! Wir kämpfen gegen unsere eigenen Bestias. Valve ist der Einzige, den wir schon platt gemacht haben. Ja, und jetzt ist wohl Ifrit an der Reihe. Oder die Einzige. Ja. Weil man gelernt hat, dass es eigentlich die Valve ist. Ich werde sie trotzdem mal in ihn nennen. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch nicht, dass ich das noch ändern kann. Zu lange Gewohnheit. In der Tat. Sachen, die sich einmal vor langer Zeit als Gewohnheit eingestellt haben, sind schwer zu ändern. Raw! Ifrit! Ja, da sehen wir allerdings, dass Yuna nicht da ist. Ja. Die Beschwörungsanimation ohne Yuna. Ja. Weil sie davon ausgeht, dass Yuyevon die Kontrolle ergreift. Aber die haben wir auch schon mal gesehen. Die Nicht-Yuna-Animation. Ja. Als wir gegen Belgemine gekämpft haben. Lang, lang ist's her. Ja, Ja gut, und auch von, Ne, Moment, das ist auch Belgemine gewesen. Ja. Schon gut. Rauben wir mal aus. Oh, hat keine Items. Verdammt, Ifrit, wir haben dich mit so viel Scheiß vollgeschoppt. Wieso hast du nichts mehr davon? Kraftsteroid. Das war dann Beste Nummer 2. Ui, ja. Bomberseele erhalten. Toll, fast. Danke. Traurig. Ja. Ja, dann ist wohl Ixion dran. Ixion, holt das Pferd raus. Noch eine lange Animation für Ixion. Ja. Jetzt müssen wir das arme Pony umbringen. Nicht das Pony? Ja. Ist eigentlich mehr ein Zebra als ein Pony. Das ist ein Einhorn. Zebra-Pony. Zebrahorn? Hornbra. Yuyevon ergreift die Kontrolle. Welche Überraschung? Jubra? Ach, das ist Unsinn. Mach's platt. Bro. Ja, was können wir denn sonst noch so machen? Ich kann einfach. Sehr gut. Was können wir. Ach, na, egal. Ich könnte einfach mal Sanctus einsetzen. Ich könnte Zeit versparen. Ach, platt. Ja. Ich könnte so viele Dinge tun. Was willst du tun? Außer es einfach platt zu machen. Ja. Krafthieb! Yay. Yuna bricht gleich zusammen vor Trauer. Oh nein, nicht Ixion. Schnüff, schnüff. Vor allem Ixion, der war so wichtig. Ja. Ja, da haben wir auch noch Shiva. Mecha Shiva. Hör mal, Ixion hat irgendwie ein, zwei Mal als Damage Sponge gearbeitet. Also. Ja, ja. Der hat, glaube ich, auch mal irgendwann was getan, aber hauptsächlich war Damage Sponge. Shiva hat nicht viel für uns getan, aber sie ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ja. Und wir haben mit ihr die dunkle Shiva geheilt. Also. Ja, ich wollte gerade sagen, also das war Shivas letzte optimale Aktion, die sie für uns geliefert hat. Ja. Ja, wenn er gerade übrigens die Kontrolle über immer noch keine motorisierte Shiva. Also für die, denen es noch nicht aufgefallen ist, wir haben übrigens automatisch Schutzengel in diesem Kampf. Man kann nicht mehr sterben. Selbst wenn wir sterben, aktiviert sich Schutzengel, ist sofort wieder da. Psst. Vielleicht hat es jemand noch nicht gemerkt. Ja, ich habe so das dumpfe Gefühl, wir werden nicht angegriffen werden in der gesamten Zeit, von daher wollte ich es mal erwähnt haben. Da das Spiel nicht weiß, wie stark man ist, wenn man hier hinkommt und viele Spieler halt darauf arbeiten könnten, dass die Bestias schwierig sind zu besiegen, weil, ne, man selbst ungelevelt, Yuna ist am meisten gelevelt, weil sie hat die Bestias und man benutzt halt immer die Bestias. Ja, für diesen Fall eines Falles, dass man vor unmöglichen Kämpfen steht, hat man uns ja einfach Autoschutzengel gegeben. Ja, deshalb ist Braskars Bestie auch mehr oder weniger der letzte Boss, weil gegen den kann man noch sterben. Und ja, jetzt haben wir Autoschutzengel. Ja, Autoschutzengel ist irgendwie so, ja, nicht mal Anti-Z kann das entfernen. Ja. Auch uns umbringen kann das nicht entfernen, dann haben wir immer noch Autoschutzengel, wenn wir wiederbelebt sind. Ja. Die einzigen, die uns jetzt besiegen könnten, wäre das dunkle Magus-Trio. Die laufen hier drin aber leider nicht rum. Ja. Ja, unser dunkles Magus-Trio hat das nicht, dass es Schutzengel dispellt. Ich wollte sagen, wir können Schutzengel leider nicht dispellen. Yuyevon ergreift die Kontrolle über Bahamut. Huha, Bahamut. Wie viele Bahamuts wir schon erledigt haben, ist unglaublich. Ja. Ist ein beliebter Gegner geworden. In der Tat. Dunkler Bahamut. Das Witzige ist, dass wir, glaube ich, trotzdem am meisten Jujimbos getötet haben. War nicht gut. Der ist so oft durch die Gegend gelatscht. Das, wollte gerade sagen, lag aber auch daran, dass wir halt 5 dunkle Jojimbos erledigen mussten. Ja. Und dann war da noch der Jojimbo, den wir besiegen mussten, bevor wir Jojimbo gekriegt haben. Ja. Und der von Belgemine. Hatte sie einen? Ich meine ja. Oder? Nee, kann sein. Sie hatte doch keinen Jojimbo. Kann sein, dass sie keinen hatte. Sie hat aber alles andere. Also, sie hat einen beschworen, gegen den wir gekämpft haben. Meine ich.
Ja, hatte sie. Ja. Meine ich doch. Okay. Ich dachte, du meinst in irgendeinem Tutorial. Nee. Klar haben wir den im Tempel Remium besiegt. Ja, das meinte ich auch. Außerdem. Wieder schön am Kinn hochgezogen. Das Ding muss immer leiden. Ja. Arme Mama Simo. Ja. So powerful! Man möchte meinen, nachdem wir es auf unsere Seite gekriegt haben, haben wir uns mal was Besseres als einen Anker besorgt, aber nö, wir schmeißen weiter die Anker. Ja. Und Yujevin ergreift die Kontrolle. Was willst du auch sonst nehmen? Ein Seil? Ja. Ja, warum? Hier, halt dich mal fest. Ja. Ich habe gerade Flashbacks an die dunkle Anima. Mal schauen, ob die genauso schwer ist. Nope. Wenn die dunkle Anima aber so gelaufen wäre, aber. Wäre angenehm gewesen. Ja. Ja. Wenigstens konnten sie für die dunklen Bestes hier alle Modelle einfach rausklauen. Ja. Sonst hätten sie es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Copy. Paste. Paste. So, jetzt geben wir dem Ding mal 8 Millionen HP. Jetzt machen wir es mal zu einem ernsthaften Boss. Ja. Nachdem man sich hier eigentlich nicht besiegen muss. Ja, dann Yojimbo. Schau uns. Aus irgendeinem Grund unter Anima steht. Ja, weil es bei uns im Menü auch unter Anima steht. Ja, aus irgendeinem Grund. Ja. Den man nicht unbedingt nachvollziehen können muss. Wobei er stärker ist als Anima. Das er hat sein Mato. Das will ich jetzt nicht bestreiten. Ja. Er ist aber auch stärker als die Magus-Schwester. Ja, er hat sein Mato. Ja. In der Theorie könnte er Sachen one-hitten. Yujevin ergreift übrigens die Kontrolle. Oh. Das habe ich ja gar nicht gerechnet. Dann müssen wir seinen Zuneigungswert wohl mal ein bisschen reduzieren. Ja. Das sechste Mal Jujimbo töten. Ja. Also den dunklen zumindest. Ja. Das achte Mal oder so insgesamt. Da ist er umgekippt. Tja, tot ist er. Jujimbo Nummer 8. Dann nur noch das Magus-Trio und da brauchen wir jetzt nicht mal 3 Angriffe, um die zu töten. Wollte gerade sagen, da, oder du benutzt Ultima. Ja, oder Sanctus. Ja, Sanctus dürfte nur einen, oder? Sanctus nur einen? Ich meine, Sanctus ist Single Target. Huh. Das ist ja gemein. Magus-Trio. Aber die haben auch maximale Magieverteidigung, meine ich, also. Würde wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und sie dürften auch nur maximal eine normale Verteidigung haben. Hm, ja, das stimmt. Da kommen dafür sie haben wir nicht maximalen Magiewert, also. Aber wir haben gegen den komischen Saberschnecke 30.000 Schaden gemacht. Hat irgendeiner von uns ein bisschen mehr als 30.000 HP? Ja. Hat Mux tatsächlich etwa geschafft, über 30.000 zu kommen? Ja, hat er. Wow. Die haben irgendwie 30, 20 und 10.000 so in den Bereichen. Wow. Ist ja fast beeindruckend. Aber auch nur fast. Ich meine, ich könnte jetzt einfach Dual casten. Ultima und dann sind sie tot. Aber da muss ich mir so lange Animationen angucken. Das ist wohl wahr. Erstmal ergreift Yujevin aber direkt die Kontrolle über alle drei ist gleichzeitig. Übrigens, ich muss sagen, es ist schön, dass Yujevin sie einfach in drei aufgespalten hat. Ja, Tidus, dann töte mal Muck zuerst, weil sie sich mal gelangweilt hat. Dann kannst Strafe du Krug als nächstes töten, weil sie Wasra einsetzt. Dann kannst du die einzig nützliche in dem Team töten. Tschüss, Duck. Bub. Da liegen sie alle drei. Alle gebobbt. Ja. Ja gut, dass wir auch noch Schutzengel drauf haben. Ach, boah, hör mal. Ohne wäre gefährlich geworden. Ja, ohne hätten wir nie im Leben geschafft. Hoppidup. So, jetzt hat Yujevin keine Ziele mehr, in die er reingehen kann, weil wir haben keine Bestias mehr. Jetzt ergreift Besitz von Kimari. Nee. Whatever. Brauchen wir auch nicht. Ja. Tja, was kann das bedeuten? Wir haben alle Bestias geschafft. Ja, danke fürs Zuschauen. Jetzt kommen die Credits. Jetzt endlich? Ja. Da ist er wieder. Ergreift Besitz von Yuna. Oh, das ist aber süß. Ist das mal Yoras Maske? Sieht so aus, ja. Das fliegende Himmelsarsch-Symbol. Maske des Himmelsarschs. Ja. Muss, falls wir Majora's Mask nochmal neu auflegen, muss das eine Maske sein. Maske des Himmelsarschs. This is the last time we fight together. Könnte auch ein optionales Kostüm Hyrule Warriors sein. Okay? Ja. Huh? Hä? Ihr habt's immer noch nicht kapiert. Habt mindestens 8-mal daneben gestanden, während dem erklärt wurde, dass er ein Traum ist. Gott! What are you talking about? Was könnte das nur bedeuten? Ja. Ich bin eine Astra. Soll ich das Schild noch hochhalten? Ich nix Mensch. Ja. Ich Traum. Ich komme aus Sin. Mehr oder weniger. Ja. Also schön, dass Sin geworden ist. Ja.
das Sin aus Sin besiegt. Ja. Oder zumindest etwas, das aus Sin gekommen ist. Ja. Eine Astra, die in ihm gelebt hat. Ja. Wo hast du das Schwert hergezogen, Kollege? Ist das Bruderherz? Nein, das war nee, das Ultima. War Ultima. But this is my story. Nein, das ist nicht. Halt die Schnauze. Das ist so ein Unsinn. Ja, und da haben wir ihn, den letzten Boss. Die Zecke. You, Yavin. Können wir den erstmal analysieren? Ja, können wir. Ja, Analyse. Boss You, Yavin. Den sollte... Nein, er ist immun. Oh. Kann man leider nicht analysieren. Haben wir... wir haben keine Waffen, um mit durchschauen. Nee. Na. Hat sich das wohl gegessen. Ja. Ja, dieser Boss hat auf jeden Fall mega viele HP. In der Tat. Mega viele. Und er wird zusätzlich von seinen Geoden hier rechts und links geheilt. Wenn man die Geoden zerstört, dann beleben sie sich nach einer Weile einfach wieder. Ja, und die heilen immer um 9999, glaube ich. Kannst du mal angreifen und gucken, was passiert. Ja! Vernichtend! Ja, und so besiegt man Yujava. Schwer. Ja, man kann ihn in den Zombie versetzen, falls man deutlich niedrigeres Level hat. Dann heilen seine Dinger ihn als Tode. Ja. Das ist dann auch ein Kampf, der nur eine Runde dauert. Also im Endeffekt ist dieser Kampf hier ein Scherz. Man hat Autoleben drauf. Und der dauert nur dann lange, wenn man entweder nicht gelevelt hat oder nicht weiß, dass man einfach Zombie-Heap benutzen kann. Ja. Zombie-Heap. Der Kampf ist sofort vorbei. Ja. Abgesehen davon, dass er sich selber umbringt, kann man auch eine Phönixfeder werfen. Das ist einfach Instant Death. Ja, oder Engel drauf wirken oder. Irgendwas, was, irgendwas ist wiederbelebt halt. Ja. Ja, You Heaven ist ein Scherz. Tschüss, You Heaven. Schön, dich mal gekannt zu haben. Ja. Ja, wenn man in der Tat auf einem so niedrigen Level hinkommt, dass man nicht die 9999 Schaden machen kann dann und nicht Zombie-Heap hat, dann kann er eine Weile dauern. Dann ist dieser Kampf nervtötend. Dann viel Spaß. Ist aber noch nicht schwer, aber er ist nervtötend. Ja, man ist halt automatisch immer lebendig. Ja. Du greifst jetzt so lange die beiden Heildinger an, bis sie halt nicht mehr heilen können. Und dann haust du so lange drauf, dass du... Im schlimmsten Fall machst du so lange Tetris Extase, bis du Blitzballgott lernst. Im Notfall. Wir haben es geschafft. Ja. Die Welt ist gerettet. In die V-State Aurochs inklusive Kipper stehen dort, gucken in den Himmel. Ja. Kipper! Kipper! Und Yash und Bots, alles was wir so aus dem Team geworfen haben. Ja. Kipper auf sich zu bewegen. Das ist fast ein Merkel-Klatschen, aber es ist zu viel Enthusiasmus hinter. Ja, in der Tat. Warum haben wir gepanzerte Chocobos? Das ist doch der eine Chocobo, den die mitgenommen haben. Da vorne ist auch das Chocobo-Team. Ja, aber was machen die da? Ohne den Züchter. Die haben ihren langen Umweg gesucht, über den Fluss, dafür mussten sie bis nach Beastside laufen. Ja. Laufen. Ja. Haben zwischendurch zwei Schiffe genommen und... der eine Überlebende. Ja. Den wir uns ausgesucht haben. Ja. Hätten doch den anderen sterben lassen können. Ja. Also ihn. Ja. Leider kann man nicht beide töten. Wäre viel besser. In der Tat. Tja, die ganze Welt freut sich, dass wir es geschafft haben. Ja. Und auch Märchen. Onkel steht da vorne vor dem Tempel. Ja. Aus irgendeinem Grund in Beside, wo er eigentlich sonst nie ist, aber der kommt halt um die Welt. Ja, eigentlich steht er am Berg Gagazelt. Ja. Aktuell. Und macht da nichts. Uns über den Berg was zu erzählen. Und um sich zu wundern, was macht denn dieses große schwarze Ding mit Ketten da? Ja. Das war aber vorher noch nicht da. Ja. Guck mal, Valve. Die erste Bestia. Ja. Weil war es. Die für uns für die längste Zeit Abstand am nützlichsten war. Wohl wahr. Sie versteinert, die arme Bestia. Oh. Ja, wir haben die Faith vernichtet. Ja. Und deshalb ist in Final Fantasy X-2 Yuna keine Beschwörerin mehr. Ja. Weil es gibt nichts mehr zu beschwören. Ich würde sagen, macht Sinn, weil die Bestias, die man beschworen hat, werden halt ausgerottet. Ja. Das ist aber Shiva, oder? Keine Ahnung. Waren so komische Ketten dran. Oder war das Anima? Könnte auch Anima gewesen sein. Nee, ich meine, es war Shiva. Ich meine, wer hat uns noch darüber lustig gemacht, dass es Dreadlocks hat? Ja. Außerdem war es blau. Das ist Ifrit. Ja. Sind irgendwie in einer komischen Reihenfolge. In der Everest, Tat. Shiva, Ifrit. Hä? Wo ist Ixion geblieben? Verwirrend. Ja. Ist noch Flügel dran. Könnte sogar Bahamut sein, aber ich meine, es war.
Das müsste Ifrit gewesen sein. Er hatte Krallen an den Händen. Keine Lust mehr, weitere Animationen zu zeigen. Naja, sehen wir einfach nur, wie der komische Junge in Lila verschwindet. Die Repräsentation der Faith. Ja, war nicht Bahamut? Der Junge? Ja. Ja. Dann war das gerade Bahamut. Ja, das war's dann wohl. Mehr scheint man uns nicht zeigen zu wollen. Zurück in Zanarkand. Ja, zurück ins Hin. Da tanzt jemand. Ja. Wir senden jetzt einfach mal alles. Ja, wir senden Zanarkand. Wir senden Sin insgesamt. Und Yujavin gleich mit. Ja. Ich frage mich, ob das Abyssum schon existiert hat, bevor Sin existiert hat. Wer weiß. Auf jeden Fall hört Auron gerade auf zu existieren. Doch, der muss ja auch gesendet werden. Ja. Don't stop. But I... Aber dann würde ich euch ja senden. Ja, wird ja auch Zeit. It's alright. Juna, drück auf Senden. Das ist schon seit einer halben Stunde vor dieser SMS, die du deinem Schwarm schicken willst. Das schickst du einfach. Orange steht ja, ich muss in die Hölle. Ich muss von Hades in einem anderen Spiel wieder beschworen werden. Ja. Mach hinne, Sora braucht mich. Wir sehen uns in Kingdom Hearts 2. Ja. Indem du aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine winzige Fee sein wirst. It's been... Weil warum nicht? Außerdem ist Tidus ein kleiner Junge und ja. Walker auch. Und die hängen aus irgendeinem Grund mit Selfie rum. Niemand weiß, was in aller Welt in diesem Universum abgeht. Ja. Dinge passieren. Tschüss, Auron. Ja. War schön mit dir. Warst ein cooler Charakter, bis wir gelevelt haben. This is your world now. Ich meine, man könnte ihn auch leveln, nur dann ist er gegen Everett nicht nützlich. Ja. Das ist ein Farbproblem. Wobei wir gezeigt haben, dass man Avery auch locker mit zwei Leuten tot kriegt. Also. Ja, weil Tidus sich gedacht hat, nö, tschüss. Ja, guck mal, einmal hier. Schleife, nope. Einmal hier. Blub. Es ist jetzt unsere Welt. Ja. Schluchz, Auron. Sind hier keine Toten mehr. Armer Auron. Aber da ist immer noch jemand, der nicht mehr da sein darf. Ja. Die haben wir gerade alle getötet, wo hast du die schon wieder her, um die wegzuschicken? Die haben wir gerade alle getötet und wir haben gerade eben... Schön, dass man nur die Unterseite von Anima gesehen hat gerade. Das fand ich jetzt auch komisch. Ach, da ist Oberseite Anima. Ja. Ob sich die Endsequenz hier verändert, je nachdem, ob man Anima hat oder nicht? Ich schätze mal, dass Anima dann nicht drin ist. Wenn du sie nicht hast, schwer zu sagen. Das ist schon Majora's Mask-Level von End-Cutscenes. Siehst du das, was du auch gesehen hast? Es sei denn, du machst einen 80% Speedrun und überspringst ein paar Masken, von denen das Spiel ausgeht, dass du sie gesehen haben musst, dann sind sie trotzdem in den ja. Endscreens. Shiva, Ixion. Wir sehen nicht mehr, wie Ixion sich auflöst und wir haben auch seine Astra nicht auflösen sehen, aber Ixion. Ixion ist einfach zu unwichtig. Ja. Kann ja auch nix. Und Sin geht tatsächlich endlich unter. Feuerwerk, Feuerwerk! Yay! Haben wir nicht gerade noch da drin getanzt? Ist das nicht gerade ein Problem? Ne, wir sind irgendwie auf dem Luftschiff. Frag mich nicht warum, aber wir sind auf dem Luftschiff. Weird. Ja. JRPG. Logik muss man nicht verstehen. Und yay, endlich sind das keine bewegenden Menschen mehr, sondern jetzt sind es noch versteinerte Menschen ja. in der Wand. All die Menschen, die da drin geklebt haben und noch die Astra gepowert haben. Ja. Sind jetzt auch versteinert. Nein, nicht das Blitzball-Stadion. Moment. Niemand kann mehr jemals Blitzball spielen. Wir haben die Physik der Welt geändert, dadurch, dass wir Sin erledigt ja. haben. Jetzt wird Tidus zu dem, in dem er immer Blitzball gespielt hat. Zu Wasser. I have to go. Gott, Walker sieht nur so scheiße aus in den Cutscenes. Ja, in den Cutscenes. Ist grausam. I'm sorry, I couldn't show you Xanarkand. Naja, das hat's ja gesehen. Ja. Warte. Jetzt spring vom Luftschiff. Goodbye. Oh, das hat er scheinbar vor. We're gonna see you again. Nein, wirst du nicht. Aber du wirst jemanden sehen, der genauso aussieht wie ich. In ein paar Jahren. Das wird aber nichts zu bedeuten haben.
Puh. Siehst du mal, wär's mal näher an den Rand gelaufen, Kiuna tot. Wäre 10-2 nie passiert. Wobei sie ist ein JRPG-Charakter, sie jetzt kein Falsch haben genommen. Das wäre sogar noch ein Vorteil gewesen, wenn 10-2 nie passiert wäre. Das Spiel ist vom Gameplay her nicht schlecht. Das Spiel ist dämlich. Die Story macht einfach nur überhaupt keinen Sinn. Ja, das Spiel ist dämlich. Ja. Die Story ist dämlich, der Humor ist dämlich, die Charaktere sind dämlich. Aber das Gameplay ist okay. Ja. Die Animationen sind zu lang. Ja. Das Problem hat dieses Spiel allerdings auch schon. Ja. Ultima! Beziehungsweise ist es nochmal extremer, finde ich. Ja. Dauert alles sehr lange, um irgendwas zu tun. Tja. Zu spät. Andererseits, wenn sie das eher gesagt hätte, wären auch ganz schlimme Dinge passiert. Wahrscheinlich. Das ist ein JRPG. Ja. Da kann man sowas nicht sagen. Da kommt als Reaktion auf sowas immer irgendeine Sequenz, die das entweder kaputt macht, oder sie verstreiten sich sofort so sehr, dass sie nie wieder miteinander reden wollen. Ja. Und dann geht's wieder von vorne los. In der Tat. Eins von beidem. Oder er unterbricht sie mit einem Satz, um zu fragen, was sie eigentlich sagen will. Und dann passieren andere Dinge. Tedes Laster. Tedes. Meine Fresse. Das ist creepy. Hör auf, durch Leute durchzulaufen. Ja, gut, dann war mindestens einmal hier drin. Oh mein Gott, Lulu hat gewunken. Yay! Was? Lulu kann sich bewegen? Der. Kimari stand da. Oh hey, guck mal, der Typ, der irgendwie nichts machen durfte. Und Oren und der Typ, den wir kaputt gemacht haben in einem Zug. Ja, sogar in zwei Zügen. Länger würde das Yu Yevon. Ja, aber auch nur, weil ich ansprechen und Sephir benutzt habe. Ansonsten hätte ich Blitzball gehabt benutzt, wäre er tot gewesen. Psst. Psst. So haben wir wenigstens gesehen, wer seine Waffe rausholt. Das hat wenigstens völlig geskippt. Ja, tat. Ey, sie hat Pfeifen gelernt! Whee. Hat sie doch schon mal demonstriert, dass sie das kann. Ja. Vielleicht hofft sie, dass Sirius vorbeikommt. Du musst so langsam, du stehst seit 17 Tagen hier und pfeifst. Die Welt will ihren Retter sehen. Und du stehst da. Ja. Aber unsere Party ist um 2 Leute kleiner. Ich meine, Tidus ist nicht wichtig, aber Oren ist nicht mehr da. Der sollte zumindest gefeiert werden, der hat's verdient. Der hat verdammt viel Arbeit gemacht. Oh ja, der arme Oren, der braucht eine große Statue. Ja, Oren ist gestorben, ist nach Zedekent gegangen und hat dann Tidus ins riesige Himmelsarschloch gezogen. Das war Arbeit. Ja. Hat irgendwer einen Lautstärke-Zauber gewirkt oder stehst du da und redest tatsächlich? Now, Sin is finally dead. Now, Klepper. Ja. So, jetzt werde ich in den nächsten 2 Jahren lernen, wie man eine Pistole benutzt. Aus Gründen. Ja. Weil ich bin jetzt arbeitslos. Werde mir einen 3 Meter langen Pferdeschwanz wachsen lassen und werde mir nutzige Klamotten anziehen. Yay. Das ist der perfekte Plan für meine Zukunft. Ja. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich diese Welt anführen als geistige Führerin, aber nee. Ich kann doch einfach Scheiße bauen. Ich kann doch einfach Tidus suchen gehen. Das macht viel mehr Sinn. Der wird ja wohl irgendwo sein. Dafür werde ich auch die Leadsängerin einer Popgruppe. Gott, Final Fantasy 10-2 ist so dumm. Das ist so grauenhaft. Oh, nee. Ich hasse ja, dass das Spiel existiert. Anfangs habe ich mich so gefreut über die Story von Braska und Oren, die sie ja garantiert dann als Spiel machen wollen würden. Aber nein. Nope. Bullshit. Ja. Wenn die hätten einfach nur für 10-2 einfach eine bessere Story schreiben müssen. Punkt, wie gesagt, das Gameplay ist nicht schlecht, aber schreib vernünftige Story, bitte. Die haben nur eine abgeschlossene Story gesehen und sich gedacht, wie können wir daraus noch Geld schaffen? Ja, und dann ist irgendeiner online gegangen, hat eben, weiß nicht, schwachsinnige Nachrichtengenerator was zusammengemixt und daraus eine Story gebaut. Ehemalige Priesterin wird Popsängerin. Nehmen wir. Okay. Nehmen wir, das ist unsere Storyline. Ja, und danke fürs Zuschauen, das sind die Credits. Credits. Wir haben sie tatsächlich endlich erreicht. Ja.
Nachdem du ungefähr 16 Mal Scherze darüber gemacht hast? Naja. Das hat lange gedauert. In der Tat. Das Farming ist einfach eine sehr große Aufgabe in diesem Spiel. Das ist auch das erste Mal, dass ich mir die Mühe gemacht habe, überhaupt bis zum Richter zu kommen und generell alles zu erledigen. Ich habe noch nie so viel gefarmt, dass ich von allen 10 gefangen hatte, um dann Nemesis herauszufahren, also die umgewandelte Version der Omega-Kanone. Und dann, wie gesagt, die dunklen Bestien zu besiegen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich tatsächlich doch mal Dark Ixion erledigt habe. Das war aber wirklich das absolute Ende von allem, was ich jemals mit den dunklen Bestien gemacht habe. Der dunkle Ixion ist ja schon schwierig genug. Ja. Mit seinen Kontern und den ganzen Brechern und so. Wenn du schon siehst, was er da alles an Brechern dann macht und dir dann immer 99.000 Schaden macht, joch, da verlierst du so langsam aber sicher Motivation zu kämpfen. Ja. Ja, das Spiel hat halt, ich habe zum Glück das Farming nicht miterlebt. Ja, sei froh. Hat nur ein paar Stunden gedauert. Deswegen hast du das Endgame auch alleine gespielt. Ja, sehr viel am Endgame dann gespielt. Ich durfte die Charaktere dann benutzen, die du hochgelevelt hast. Ja. Sehr nett von dir. Toll, ne? Ja. Das ist Arbeitsteilung. Ja, finde ich hervorragend. Ja. Ja, das Spiel geht am Ende halt wie eigentlich alle JRPGs mit dem Farming etwas Overboard. Zu weit. Etwas zu weit. Das ist leider in vielen JRPGs so. Wenn du Superboss hast, dann müssen das halt Bosse sein, wofür du grindest. Wirklich grindest. Nicht einfach nur ein bisschen farmst, sondern wirklich grinding. Ja. Ja, gerade bei diesen rundenbasierten Rollenspielen. Wenn du jetzt so, wenn du mehr so japanische Action-RPGs oder so hast, da kannst du das hin und wieder auch mal einfach mit guter Strategie und gutem Gameplay noch irgendwie hinkriegen, aber die meisten rein rundenbasierten JRPGs, gerade die von Square und Square Enix, sind dann eben, oh, du hast einen optionalen Superboss, hier level mal auf Max-Level und Max-Stats und dann hast du eine Chance. Ja, die Disgaea-Reihe zum Beispiel ist auch eine gute JRPG-Reihe, die ein gutes Beispiel bietet für, du musst farmen. Ja. Farmen, 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 farmen. Ja. Wenn du noch irgendwas in den Superbossen reißen willst. Und dann ist es genauso wie hier eigentlich meistens. Dann ist alles super einfach, dann musst du sie nur einmal im Lockdown haben, dann dauern sie nur noch lang. Ja. Weil sie halt unendlich viele HP gekriegt haben, damit niemand mit nicht komplett überlevelten Charakteren herkommen kann und irgendwie eine Chance hat, sie zu besiegen. Ja. Ja, eine JRPG-Serie, die Farming auch besonders gut kann, ist die Persona-Reihe. Ja. Die kann das auch, und zwar sehr gut, nur dass da die ultimativen Superbosse, selbst wenn du total gelevelt bist, dich immer noch umbringen. Na super. Und zwar das auch sehr gut immer noch können, da ist das immer noch. Nicht, dass er die wie hier dann, ja. Oh, jetzt hat er seine Ekstase eingesetzt. Ja, dann habe ich vorhin mal geschutzengelt. Und jetzt werfe ich ein Finale-Lexier. Und jetzt setze ich ihn erstmal für 80 Runden wieder ins Lockdown. Da ist es tatsächlich bei der Persona-Reihe. Der ist jetzt gleich dran. Was tue ich denn jetzt mal? Run away! Ja. Run away! Also deutlich schwieriger, was sowas angeht. Weil hier ist es ja wirklich. Da hat man ja auch bei Dark Anima und bei jetzt Nemesis gesehen, es war ja einfach nur noch Abspulen. Ja, es war einfach nur repetitives Niedermetzeln. Ja, Rapidschlag, 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 Rapidschlag. Oh mein Gott, der hat mich mal umgebracht. Erzengel auf alle. Rapidschlag, Rapidschlag, Rapidschlag. Ja. Und wir haben schon Riku immer so als Notfall daneben stehen lassen mit ihrer Ekstase, falls sie mal Erzengel für uns machen muss. Ja. So lange, dass wir tatsächlich immer vergessen, dann wie wir es nochmal machen, ja, falls wir es tatsächlich brauchen. Wie ging das noch? Schon ziemlich extrem. Oh Gott, die haben sogar Motion Actures gehabt. Wow. Die arme Frau, die Riku Motion Actures acten musste. Nur für die Cutscenes gemacht, die wirklich Pre-Run, also die großen Pre-Run Cutscenes waren. Ja, aber auch dann immer noch. Alles arme Frau, die Riku spielen musste. Den Engine. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Die ist so hyper. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Ja. Ja, die ist ja auch in X2 wieder dabei. Auch wenn man sie kaum noch erkennt, finde ich, in X2. Was den Charakter angeht, Das ist irgendwie ein komplett anderer Charakter geworden. Ja, aber sie ist ja auch irgendwie von 15 zu 17 gealtert. Also, schwierige Jahre. Ja, hör mal. Schwierige Jahre, ganz viele Hormone. Da veränderst du dich komplett. Ja. Und du triffst ganz emo neue Leute und freundest dich mit denen an. Ich würde sagen, dann trifft man auch noch Pain. Ich glaube, Pain ist da viel Einfluss gewesen, dass sie sich verändert hat. Ja. Stell dir vor, die ganze Sache mit Pain rumhängen zu müssen. Alles scheiße. Ja. Warum muss ich das machen? Alles ist schwarz. In der Tat. Ja, ich weiß auch nicht, warum in aller Welt. Warum Pain? Warum überhaupt? Weil Lulu ja schwanger zu Hause sitzen musste. Ja, ja. Lulu konnte nicht mit in das Team rein. Die war auch schon zu alt. Ja. zu alt, um für pubertierende Japaner noch
irgendwie mit Dress up doll zu sein. Ich wollte gerade sagen, in diese Gruppe reinzugehören, die ja. X2 ist. Also machen wir eine neue, irgendwie 17-jährige Emo-Tusse. Ja, die dann mit guter Ausgleich da rumspringen kann. Ja. Wunderbar, perfekt gelöst. Gute Arbeit, Team. Japan halt, wir müssen die Fetische bedienen. Alle. Ja, alle. Das ist halt X2. Ja. Und ein herzliches Dankeschön an all die Fans von Final Fantasy. Ja, gut, für ein Final Fantasy Spiel ist meiner Meinung nach immer noch das letzte richtig gute Final Fantasy Spiel. Ja, 11 war nicht gut, 12 ist definitiv nicht gut. 13 ist definitiv auch nicht gut. The All Hallway Simulated. Ja, das Spiel ist okay. Und ich meine, über 14 habe ich viel gehört, viel Gutes gehört inzwischen, seit sie das Reboot okay. gemacht hatten. Ja gut, das ist halt ein MMO. Ja. Das ist halt schon kein klassisches Final Fantasy mehr. Ja. Deswegen aber da ich zumindest nicht so richtig in die Reihe rein. Habe ich zumindest viel Gutes vorgehört, nachdem sie es wieder irgendwann Reboot haben. Und 15 sieht aus, als würde es wieder totaler Dreck werden. Also nachdem, was ich bis jetzt von 15 gesehen habe. Ja. Weiß ich noch nicht ganz, ob ich überhaupt in die Demografie gehöre, die dieses Spiel spielen soll. Ja, ich gehöre da definitiv nicht mehr rein. Ob ich da in diese Demografie gehört hätte, als ich noch in dem Alter war. Nicht mal das weiß ich. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Weil das irgendwie sehr nach Boyband aussieht. Ja. Hey, Titus. Ich meine, als ich... Ja, HD Remaster, yay. Naja, als ich... wenn 9 oder 10 war, hätte ich vielleicht so eben in die Demografie reingehört. Weil damals Boygroup so 90er und so, das war damals noch ja, was. Ja, stimmt. In den 90ern wäre das noch aktuell gewesen. Aber jetzt haben wir das. In Japan Ende. Ist das mit den Boygroups ja etwas anders als bei uns. Im Rest der Welt sind Boygroups ja kein Ding mehr, aber. Japan hat ja noch so Boy- und Girlgroups und so, die ja sonst eigentlich Koreaner ausgestorben auch. Sind. Ja, gut. Oh, geht's ja weiter nach dem Ende? Tatsächlich gehen wir dann im Startbildschirm zurück. Ja. Es gibt so unglaublich viele JRPGs, die dich im Endebildschirm feststecken lassen. In der Tat. Aber wie man sieht, gab es keine Speichermöglichkeit. Wie ich schon mal erwähnt hatte, dieses komische Minispiel vor den ganzen letzten Boss, wo man Waffen kriegt, das ist total sinnlos, weil man verliert alles. Ja. Nach dieser Sequenz. So, jetzt fangen wir ein neues Spiel mit dem Experten-Sphero-Brett an und mit einem Albed-Lexika von Anfang an, dass wir auch lesen können, was sie sagen. Oder wir lassen es einfach. Wir sehen uns in einem nächsten Projekt. Irgendwann, wir wissen noch nicht, was es ist. Ja, wir genau noch, das. Wir müssen noch ganz gut überlegen, was wir als nächstes überhaupt machen. Ja. Ich weiß eins. Es wird nicht 10-2. Es wird nicht 10-2. Ja, das können wir versprechen. Also bis zum nächsten Mal. Bei was auch immer. See ya. Aloha.